Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Ciao! Danke, danke für die Lieder. Ja, danke, dass wir alle so gesund beisammen sind und ja, bleibt alle gesund. Ja, erstmal vielen Dank. Natürlich, wie das hier so gang und gäbe ist, wird das Geburtstagskind abgeschossen von der versammelten Mannschaft. Ja, ich hatte einmal das Privileg, zu Hause feiern zu dürfen, sage ich mal dank Corona. Aber ansonsten habe ich eigentlich jedes Jahr immer im Trainingslager Geburtstag. Und ja, es ist immer so wie jedes Jahr, würde ich sagen, man wird ein Stück älter. Ursprünglich war das Testspiel gegen Mannheim geplant heute. Mussten wir umdisponieren, weil wir einen Anruf von Mannheim bekommen haben, dass dort ein Verdachtsfall auf Corona vorliegt. Entsprechend haben wir uns dann beratschlagt und da wir auch hier das geringstmögliche Risiko eingehen möchten oder nicht eingehen wollen, haben wir uns dazu entschieden, das Spiel abzusagen. Im gegenseitigen Einfall mit Mannheim natürlich und haben dementsprechend dann umdisponiert und hier ein kleines Testspiel gemacht von 2x30 Minuten, dass die Jungs zumindest diesen Wettkampf heute hatten. Wir haben Freitag jetzt noch gegen 60 und am Samstag gegen Samtungsbohr und da hoffen wir natürlich, dass wir da die Wettkämpfe kriegen, wofür wir dann letztendlich auch hier sind. Ja. Ich glaube, grundsätzlich wäre es besser gewesen, wenn wir mal unter Wettkampfbedingungen mit einem Schiri-Gespann gegen einen anderen Gegner gespielt hätten als untereinander, weil wir sehen uns ja jeden Tag im Training, wir kennen Stärken und Schwächen voneinander. Und deswegen glaube ich, hätten uns mal so 45 Minuten gegen eine andere Mannschaft ganz gut getan, aber wir nehmen es halt so hin, wie es ist und ja, wir arbeiten weiter. Bedingungen sind bis jetzt sehr gut, vom Hotel angefangen bis zum Platz. Anreise war gut. Die Jungs haben, glaube ich, bis jetzt ganz gut mitgezogen, was ich so sehen konnte oder wie ich es beurteilen kann. Und sind jetzt so ungefähr eine Halbzeit und haben natürlich noch ein paar wichtige Tage vor uns, wo sie noch alle ein bisschen ranklotzen müssen und ein paar Sachen noch verinnerlichen müssen. Nils Fröhling muss noch ein bisschen mehr ankommen als jetzt schon, muss sich noch ein bisschen mehr an die Jungs gewöhnen. Und dafür ist so ein Trainingslager halt immer gut. Aber ich hoffe, dass wir das richtig gut durchziehen können bis zum Schluss und mit der Ausnahme von heute keine weiteren Änderungen haben werden.